Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play RimWorld. Wir spielen die Beta 18 und befinden uns in der zweiten Staffel. Und im Augenblick ist die halbe Kolonie im Krankenstand. Nein, eigentlich drei Viertel, denn drei von vier Leuten liegen auf der Krankenstation und kurieren sich aus. Während Raven diejenige war, die sich jetzt erstmal darum gekümmert hat, dass die Leute wieder fit werden. Es ist mitten in der Nacht, Raven ruht sich aus. Ich hoffe, meine Kranken, die kommen jetzt bald auch wieder auf die Füße. Denn wir haben noch so viel zu tun. Aber es sieht schon gut aus. Also, okay, die Rippe ist kaputt, aber was willst du machen? Es gibt keinen Abzug dadurch, das ist ja schon mal sehr schön. Ich fürchte, Kena braucht noch etwas länger, bis sie wieder hier rauskommt. So, Major. Ja, so langsam wird es auch besser, also kriegen wir hin. Ah, Major ist schon aufgestanden. Cool. Da freue ich mich natürlich. Was machst du denn? Sieht sich Kunst an. Ja, stimmt. Er hatte ja gesagt, dass ihm das Vergnügen so ein bisschen fehlt gerade. Raven? Ah, sie löst jetzt das Problem mit dem mit der Tür hier. Denn wir wollen ja Majors Zimmer noch verlegen. Iselle trainiert das Wildschwein. Okay. Und das rennt ihr jetzt erstmal weg. So, boah, ich hab Hunger. Hallo, leck mich doch, ich will nicht trainiert werden. Eieiei. Ja, die Tiere sind gerade ein bisschen auf der Strecke geblieben. Wir mussten erstmal die Menschen wieder gesund kriegen. Das ging ja nicht anders. Na? Komm, kleines Wildschwein, ich habe lecker Trockenfutter für dich. Du willst doch bestimmt... Ja, es hat geklappt. Das ist ja super. Wir können dann endlich das nächste Training angehen, nämlich Rettung. Was bedeutet, dass zumindest dieses Wildschwein, Wildschwein 1, was ein geiler Name, dafür sorgen kann, dass künftig Kolonisten gerettet werden. Das finde ich sehr, sehr gut. Also diese Wildschweine sind echt super. Jeder sollte ein Wildschwein haben. Noah wird jetzt auch noch trainiert. Leine lösen fehlt hier nämlich auch noch. So, und Wildschwein 3 hat noch gar nichts gelernt. Gehorsam, wie wär's damit? Nee, Leine lösen funktioniert bei Nova nicht so gut irgendwie. Aber wir haben ja dafür extra so einen Haufen Trockenfutter gebaut. So, Raven, was hast du vor? Ah, den zweiten Angreifer hier noch irgendwie begraben. Unser Gräberfeld wird langsam auch voller. Das ist jetzt schon der sechste Tote. Das sind bisher alles Angreifer. Hm, Muschel. Muschel finde ich immer noch gut. Die gefährliche Killermuschel. Huch. Herdenwanderung Alpha-Biber. Okay. Okay, das sind jetzt auch nicht gerade wenige. Mit denen möchten wir uns nicht anlegen. Denn die können ganz schön fies sein. Ich habe mal bei einer früheren Kolonie blöderweise diese blöden Alpha-Biber total unterschätzt. Und ja, sagen wir es mal so, die haben mir dann die Kolonie ausgelöscht. Das war nicht so gut. So, Kena ist auch wieder fit. Sehr schön. Die putzt auch gleich erstmal. Ja, danke Kena. Es sieht hier schlimm genug aus. Wir brauchen dringend mal so ein bisschen Ordnung. Geht gar nicht. Oh Mann, das ist ja schon wirklich... Also, die ganze Sauerei hier auf dem Boden. Nee, also schön ist was anderes. Und hier so diese ganze Blutspur. Ich glaube, das war Majors Blut. Ist das Major? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht anklicken. Scheiße. Egal, aber Kena macht jetzt weg. So gehört sich das. So, Iselle, was machst du denn gerade? Riesenkaktus ernten? Ich glaube, wir müssen jetzt langsam bei dir mal wieder die Forschung priorisieren. So gut das mit dem Holz auch ist, aber wir müssen hier mal weitermachen, sonst wird das nämlich ewig nichts. Wir brauchen ganz dringend diese Turrets, damit zumindest Angreifer ein bisschen besser aufgehalten werden. So, Kena putzt noch. Sehr schön. Hier ist auch noch Dreck übrigens. Und in dem anderen Raum sieht es auch ganz schlimm aus. Eieieiei. Ist das echt heftig. Komm, hier könntest du auch noch ein bisschen putzen, bitte. Schon schlimm, so ein bisschen. Gott.
So, man könnte wirklich meinen, hier wäre was ganz, ganz Übles passiert, aber da muss man dann durch. So, den Dreck hier kannst du bitte auch wegmachen, genau. So, Kena, dich schalte ich jetzt aber wieder auf Kräutermedizin, damit jetzt nicht das letzte verbliebene Medizinteil dafür verbraucht wird, dein komisches Krebsgeschwür zu behandeln. Eieiei, das sieht aus hier. Überall so diese Sandhaufen, Splitter und so. Ah, die Granaten sind schon richtig finster. Also, ich hätte nicht gedacht, dass die so einen krassen Schaden verursachen. Ich sollte vielleicht mal Granaten bauen. Kann ich das hier eigentlich? Ist das Mechanik? Nee, aber ich kann hier Granaten. Oh, ich habe hier. Ich kann Granaten herstellen. Okay. Löschschaumgranaten sind aber auch nicht verkehrt. Was braucht man denn dafür? Stahl, okay. Was braucht man denn für den Militärhelm? 70 Materialien und ich kann dann das aus Stahl herstellen, okay. Was haben wir denn noch? Schutzweste, was bringt die so? 120 Stahl und Bauteil. Wäre natürlich jetzt auch nicht verkehrt für solche Kampfhandlungen irgendwie. So, was macht denn Kena? Kena trinkt jetzt erstmal ein Bierchen. Nee, entfernt Dreck. Aber ich habe doch da gerade ein Bierchen gesehen. Ja. Wusste ich doch, dass da. Wusste ich doch, dass da gerade ein Bierchen gezischt wurde. So, sie ist hier noch am Putzen. Ah, hier ist auch noch ganz viel Blut. Meine Güte, überall ist hier Blut. Heftig. Aber so diese Kampfecke hier, die sieht richtig schlimm aus. Und hier sind noch so diese Schuttteile von dem Feuerchen und so. Also, Phoebe hat mich jetzt auch gerade mal so ein bisschen ins Rotieren gebracht. Das fand ich aber auch mal schön. So, Isel, was machst du? Okay, sie schmeißt sich auf den Baum drauf und guckt die Wolken an. Kein Problem, machen wir gerne. Ich hoffe ja immer noch, dass ich hier irgendwo eine Ecke entdecke, wo vielleicht noch ein Wildschwein rumläuft. So männliches, nicht dauernd weibliche. Zumindest scheint die Gazellenherde irgendwie weiterzuziehen. Das lässt mich hoffen, dass demnächst auch mal wieder Wildschweine vorbeikommen, denn die gehören ja offensichtlich hierher, die waren von Anfang an da. Ich meine, Nashörner wären natürlich auch geil, aber wenn das mit Zähmen schief geht, dann ist die Zähmerin dann meistens plattfüchtig. Weil die Viecher sehen ja nicht unbedingt aus, als hätten sie super Laune. Mann, oh Mann, was ist das denn hier? Kein Wildschwein, weit und breit, außer meinen. Puh. Ja, ne, dann werde ich einfach weiter hoffen müssen, dass mir die gute Phoebe irgendwann mal ein Wildschwein spendiert. Und zwar ein männliches. Und dass das dann nicht so läuft wie bei einem Kumpel, der dann irgendwie, ich weiß nicht, so 10 Yorkshire Terrier vom Spiel geschenkt bekommen hat. Total nutzlose Fresser. Aber die Leute fanden die Yorkshire Terrier geil. Das heißt, man konnte sie nicht einfach mal töten. Also, ich möchte gerne Wildschweine, Phoebe. Wildschweine, keine Yorkshire Terrier, ja? Okay. Ich hoffe, wir können uns darauf einigen, dass ich Wildschweine kriege. Männliche. Keine weiblichen. Weibliche habe ich jetzt genug. So, wie sieht's bei dir aus? Gehorsam hat noch nicht geklappt. Okay, wir arbeiten dran. Wie sieht die Forschung aus? Es wird, aber es ist halt nicht so sonderlich schnell. Oh, Rettung hat schon mal eins von zwei geklappt. Das finde ich ja schon mal klasse. Sehr cool. Das macht ja mal Laune. Und hier Wildschwein 3, gehörst du eigentlich schon zur Tierzone? Nein, gehörst du nicht. Aber das haben wir ja schon gleich hier. Okay. Aber das finde ich ja echt witzig, dass diese Viecher so intelligent sind. Richtig geil. Hätte ich nicht gedacht. Ah, Gehorsam hat jetzt auch geklappt. Sehr schön.
Sally ist hier die ganze Zeit nur am Tier zähmen, ist echt krass. Aber sie ist glücklich, das ist natürlich auch schön. So, schauen wir doch mal. Tiere hat sie inzwischen 9, das läuft auch schon mal ganz gut. Finde ich gut. Kann ja nicht schaden. So. Wie viel Syngan habe ich denn? Ich brauche wie viel für ein Duster? Muss ich mal gucken. Ich bin mir nicht mehr sicher. 80. Okay. Und insgesamt habe ich 96. Jetzt schauen wir doch mal, wie viel so ein T-Shirt kosten würde. 50. Alter, was ist denn das für ein Riesen-T-Shirt? Krass. Okay. Also ich werde ihr erstmal einen Staubmantel aus Syngarn in Auftrag geben. Den kriegt dann Iselle. Darum kümmert sich dann hoffentlich die gute... Nein, 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 nein. Oh, okay, er kocht gut. Puh. Ich möchte, dass das Kena erledigt. Ich kann das einfach besser. Nicht, dass da hier die falschen Leute auf die falsche Idee kommen. So. Ah, sie bringt das Holz nach Hause, okay. Okay, Major, dich müssen wir irgendwas anderes tun lassen. Baumwolle ernten, ja, geht schon von selbst, Gott sei Dank. Okay, gut. Und das Schweinchen schläft schon wieder im bequemen Tierbettchen. Finde ich auch irgendwie süß. So, wir wollen natürlich jetzt noch ein paar Stromkabel bauen, damit wir hier endlich mal weiterkommen. So eine Lüftung wäre natürlich jetzt auch nicht verkehrt. Temperatur, Lüftung. Plöpp. Also hier hat Raven definitiv noch ein bisschen was zu tun, während Iselle forscht. Major, was machst du? Ruht sich aus. Okay, Kena, was machst du? Meditiert. Aha. Raven ruht sich aus. Ja gut, das ist spät. Na gut. Arbeit gibt's dann erst morgen wieder. Nur das mit der Forschung könnte jetzt ein bisschen schneller gehen. Das fände ich jetzt richtig perfekt, aber gut. Sie hat ihre Schmerzen, aber sie fühlt sich gut. Das mit dem Meditieren scheint irgendwo ein bisschen zu helfen. Puh. Wobei ich sagen muss, dass dieses Merkmal depressiv wirklich nervtötend ist, weil es einfach die Stimmung komplett runterzieht. Also sie hat ja dauerhaft minus 12, wenn du dann noch ein bisschen Schmerzen hast. Bäm, das geht dann ordentlich in den Keller. Finde ich ein bisschen schade, denn auch Menschen mit einer Depression sind nicht dauer kaputt, sondern haben meistens das Ganze in Schüben oder so. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen anders gestalten können, dass eben dieses Depressivmerkmal nicht permanent schlechte Stimmung verbreitet, sondern immer wieder. Aber okay, man kann ja nicht an jedes Detail denken. Der Rest der Leute pennt jetzt gerade. Okay, Kinder jetzt auch. Ab ins Bett mit euch, Leute. Schlaft mal schön. Entspannt euch ein bisschen. Am nächsten Tag gibt es viel zu tun. Vor allem für Kena, die muss ja einen blauen Duster nähen. Das Schweinchen rennt jetzt hier erstmal nach draußen. Und wieder rein und raus und wieder rein und raus. Okay. So, Raven, du hast viel zu tun. Gehen wir es mal an. Major? Wie wäre es? Ach, er kocht mal wieder. Okay. Alles kein Thema. Geh mal kochen. Anbausaison hat begonnen. Okay. Aber ich habe ja schon gesagt, was ich hier haben möchte. Erdbeeren, genau. Er macht hier erstmal lecker Beerenessen. Ist auch nicht schlecht. Was macht Iselle? Ah, trainieren. Okay. Tieren Dinge beibringen, die nützlich sind. Das Wildschwein haut ab so. Boah, nee, ich hab keinen Bock. Lass mich doch mal. Schon wieder trainieren. Die ganze Zeit. Immer muss ich irgendwas lernen.
Ja, das sieht im Moment aber auch echt nicht so aus, als hätte das Schwein so richtig Bock auf sowas. Oh Mann, es läuft echt nicht gut. Ich bin dann mal weg, so hier. Ich hänge jetzt mal mit meinen Schweinekumpelinen ab und nun ja. Vielleicht hilft das mit dem Essen. Yes! Wow, unser Wildschwein 1 hat Rettung gelernt. Ist das geil. Das finde ich einfach nur sau, sau gut. Sau gut. Oh, war das mal wieder so ein richtig fieser Spruch. Lassen wir das Thema. Okay, wie sieht's hier aus? Leine lösen könntest du doch jetzt echt mal lernen, Nova. Jetzt stell dich mal nicht so an. So schwer ist das nicht. Na komm schon. Hopp auf. Nee, das hat nicht geklappt. Irgendwie mag das nicht. So, zumindest hat Kena jetzt mit dem Duster angefangen. Das finde ich gut. Dann widmet sich. Meteorit. Ein großer Meteorit ist in ein Gebiet eingeschlagen. Er hat ein großes Stück Uranader zurückgelassen. Wow. Wow. Alter Schwede, okay. 4000. Okay. Das ist natürlich geil. Ich werde das jetzt einfach alles abbauen. Wer weiß, wofür wir es mal brauchen können. Das ist ja mal hart. Sehr geil. Okay, Raven baut jetzt hier noch die Lüftung rein. Und dann können wir eigentlich Majors Bett schon mal verlegen. Innen haben wir 16, 17 Grad, das ist für einen Lebensbereich okay. Draußen haben wir 22, ja. So, dann verlegen wir mal das Bett. Neu installieren hier. Neu installieren. Hier, genau. Und dann können wir das hier alles abbauen, anfangen. Dann baue ich jetzt den Raum am besten so. Weil dann haben wir hier genügend Platz für, keine Ahnung, vielleicht unsere Biersache und so. Dann müssen wir hier noch eine Wand hinsetzen. Und vielleicht einen Gang oder so, mal schauen. Ich wollte ja auch noch ein, zwei Zellen hier errichten. Ich schaue einfach mal, wie ich das am besten hinkriege. So, Major, du kriegst hier so ein schönes Zimmerchen. Bitteschön. Voll das Offiziersräumchen. Mit extra dickem Fels nebendran. Wo ist denn Isel gerade? Ah, Isel kloppt hier am Stein rum, am Uran. Ich bin gespannt, wie viel wir da rauskriegen. So, du bist beim Bergbau, lernst hier noch so ein bisschen. Das ist nicht verkehrt. Ui. Ein dickes Uranstück. 35. Wow. Da kann man ja mal hoffen, dass das gut weitergeht. So, Licht haben wir auch. Na, hat das jetzt hier geklappt? Kein Licht. Ach, warte mal, hier fehlt noch der Strom. Ein Objekt dieser Art befindet sich bereits an Ort und Stelle. Wieso geht das dann nicht? Nein, hier eigentlich nicht. Hä, wieso geht das denn nicht? Bauen wir einfach mal hier lang ein Stromkabel. Vielleicht hilft das ja. Nicht irgendwie blöd.
Schauen wir doch mal, wo das jetzt hier klemmt. Ah, jetzt hat's geholfen. Aber irgendwie scheint das hier zu klemmen. Ich mache einfach darüber die Verbindung. Keine Ahnung, warum das hier nicht gebaut werden möchte. Vielleicht blöd irgendwie. Naja, steckt man halt auch wieder nicht drin. So, Isel, wo bist du denn hier unten am Bauen? Abbauen, genauer gesagt. Okay. Major pflanzt hier unsere neuen Bieren. Da ist er motiviert. Wir mögen das ja. Und nebenher wird dann noch ein bisschen Baumwolle geerntet. Ist okay. Kein Problem. Und ab und an überfällt Isel noch den armen Hund. Von wegen, hey, Leine lösen! Jetzt komm doch endlich mal her, du Scheißviech! Ach je, das Leben ist schon schwierig so als Kolonist. Immer rennen die Viecher weg. Ja, irgendwie mag die nicht. Also, Nova ist schwierig zu trainieren, fürchte ich. Oder schwieriger. Wildheit 75%. Das ist vielleicht doch ein bisschen mehr als bei den Wildschweinen. Ja, die sind 50. Ich glaube, dass daran liegt es, dass das nicht so leicht zu leeren ist, die gute Nova. Immer noch erfolgloses Training. Eieiei. Okay. Das Leben ist nicht so leicht. Das sieht man schon. Das ganze Uran hier, ich weiß noch gar nicht, wo ich das hinsetzen soll, weil es wird hier langsam voll. So, mal gucken, wie es mit dem Staubmantel aussieht. Wird schon... Oh, da hat sie noch ein bisschen was Arbeit vor sich. Aber das macht ja nichts. Das machen wir in der nächsten Folge dann fertig. Ihr Lieben, wir haben schon wieder das Ende erreicht. Wir sind ein Stückchen vorangekommen. Major hat sein neues Zimmer. Die Leute sind wieder gesund. Ja, hoffen wir mal das Beste, dass das jetzt nicht so schnell wiederkommt mit irgendwelchen Leuten, die irgendwelche Granaten auf unser Zeug werfen. Fand ich jetzt nicht so sympathisch. Und ansonsten würde ich mal sagen, wir haben hier noch ein bisschen was zu bauen. Also, macht es gut, bis zur nächsten Folge, wir sehen uns dann. Habt eine schöne Zeit, lasst euch vor allem gut gehen und bis dahin. Tschüss!